Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13. Yo! Letztes Mal also der 1:0 Erfolg gegen Eintracht Frankfurt zu Hause im DFB-Pokal. Sind wir damit ins Achtelfinale schon mal eingezogen, haben jetzt Leverkusen vor der Brust im Pokal. Kurz vor Weihnachten wird das glaube ich sein, dieses Spiel. Jetzt geht's aber erstmal gegen die Hoffenheimer drei Punkte zu holen oder in Hoffenheim drei Punkte holen. Wo stehen die Hoffenheimer? Ja, da wo sie hingehören, alles klar. Da gilt es erstmal drei Punkte abzuholen und dann geht es schon wieder nach Barcelona in die Champions League. Das nächste Topspiel natürlich auch wieder hier live und in voller Länge. Ganz klar, alle Champions League-Spiele und Pokalspiele gibt es hier live bei mir zu sehen. Logisch. Und ja, dann schauen wir mal. Verfahren ist noch nicht ganz fit. Wir gucken mal ins Training rein, und zwar das Trainingspensum. Stellen wir da mal ein bisschen runter. Bei allen erstmal minus 20 runter, dass wir hier ruhig noch ein bisschen Erholung haben vor Hoffenheim uns richtig fit machen auch. So, was haben wir da? Scouting abgeschlossen für Hoffenheim und Angriff für Sebastian Härtner. Sonst haben wir ja noch eröffnet. Der Verein wäre bereit, Ablösesumme von 60.000 Euro zu zahlen. Nö, das, also wenn er verhandeln will, aber erstmal wollen wir auch gerne mit Sebastian Härtner verlängern. Können wir aber im Moment nicht. Also das ist ja wohl hier, zack, von der Transferliste nehmen. Und dann Vertrag verlängern. Okay, mit Sebastian Härtner, das werden wir erstmal machen. Ganz klar, und dann können wir wahrscheinlich verleihen in die dritte Liga. Das werden wir machen. 3 Jahre will er haben. Ergänzungsspieler, Zukunft des Spielers. Nee, das Nationalspieler kann ich nicht sagen. So, na, ein bisschen Gehaltaufstockung. Ja, so ungefähr. Zu viel natürlich auch nicht. Oh, das geht raus. Jo. Hm. Wir hauen jetzt nochmal eine Option rein für uns. Obwohl nicht unbedingt. Muss nicht ein bisschen mit nötig. Ja, das reicht so. Angebot unterbreiten. Jo, ich sieh mal wieder ein bisschen mit. Alles klar, so. Schauen wir mal rein. Die zweite Mannschaft hat, glaube ich, noch nicht gespielt in dieser Woche. Oder doch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ergebnisse. Zweite Mannschaft. Da haben wir unsere Reserve. Ne, Fortuna Köln war das letzte Spiel. Okay. Wir sind kurz vor Hoffenheim. Was haben wir hier im Bereich Mitarbeiter? Aha. Schon wieder? Es ist doch wohl... Mann, ey, dass sie die Toiletten da nicht reinhauen können. Mal gucken, hier Mitarbeiter, Aufgaben auch übertragen. Management, PR, was haben wir da? Marketing ist es nicht. Sondern der Geschäftsführer. Ja, was macht der Peter Peters da bloß für eine Scheiße? Zu wenig kommt... Ah, ja, gut. Auch sieh mich weiter zu. So, weiter geht's. Erstmal. Ja, Hoffenheim steht an. Gleich. Hoffe! Warum eigentlich nur 21.000 Zuschauer? Das verstehe ich nicht so ganz. Da scheint ein kleiner Fehler im Spiel zu sein. Topspiel des Tages heute: Hannover gegen Augsburg. Hier auf Platz 5 stehen. Dann Dortmund gegen Stuttgart und Leverkusen gegen Düsseldorf. Ein kleines Derby. Aber nur ein kleines. Und dann haben wir wieder hier ein Angebot vorliegen wohl. Scouting abgeschlossen für Wied, weil ja, der hat Stärke 70 tatsächlich. Das ist klar, dass sie da Rakowski nicht reinschauen. Das ist natürlich der Mist. Ey. Da habe ich echt nicht, das habe ich echt nicht bedacht. Aber so ein Blödsinn, dass man irgendwann nicht die Leine abbrechen kann. Das ist so echt schade. Ulm hat Interesse an Pascal Schmidt. Ja, von mir aus gerne. Verfahren ist wieder fit. Sehr schön, Verfahren wird gerade fit. Für das Duell gegen, obwohl, gegen Hoffenheim, ich würde sagen, wir schon verfahren für Barcelona, wäre ich für, und wir lassen Draxler heute vom Verein spielen. Affelei geht dafür ins rechte Mittelfeld und Draxler links, da wäre ich mal für heute. Sonst noch jemanden, den wir schonen müssen, Neustädter bleibt in der Verteidigung oder Papadopoulos heute. Das ist natürlich, nee, die Verteidigung lassen wir so, vorne Marikan Huntela bleibt auch, Holpi genauso. Ansonsten, ja, Draxler wie gesagt auf links, das machen wir mal so. Ushida ist auch topfit, ansonsten bleibt alles so, würde ich sagen. Gegen Hoffenheim, wie bereits gegen Frankfurt, bloß eben das Verfahren geschont wird, weil er eben gerade eine kleine Verletzung hatte. Was hat er nochmal gehabt? Wo haben wir es gehabt? Da, ach, eine Warnprellung, ja genau. Gut, das ist nicht so nötig, denn lassen wir schon lieber für Hoffenheim und lassen ihn als Joker auf der Bank stehen, den Hoffenverfahren. Setzen wir das Vertrauen mal in den guten Julian Draxler, der jetzt ja richtig gut drauf ist. So, natürlich Textmodus und dann geht's gleich ab gegen Hoffenheim. Also, was sagen wir der Mannschaft? Wir können das gewinnen. Auf jeden Fall.
Wir begrüßen. Ja, gegen den Tabellenvorletzten geht es also gegen Hoffenheim. Unsere Schalker gehen gleich mal wieder rein hier. Weiter Einwurf von Draxler. Wiese kommt aber raus, fängt den Ball locker ab. Den Versuch, den Konter einzuleiten, misslingt aber. Und die Königsblauen sind im Ballbesitz. Nächste Möglichkeit jetzt für Schalke. Ist das schon der Treffer? Nein, ist es nicht. Nein, Azudu, Schiederflanke, kommt Huntela per Kopf zum Abschluss. Wiese pariert, lenkt das wieder aber genau zu Schmarika, der aus 5 Metern beim Außennetz scheitert. Schade. Und jetzt die Hoffenheimer. Derdiok setzt sich im 16er gut gegen Neustädter durch. Legt zurück auf die Randstunde und Firmino. Dieser Ball einen kleinen Tick zu spät dran, sodass Unterstall den Ball aufnehmen kann. Das ist schon mal gut. Die Anfangsphase haben wir überstanden und auch die Hoffenheimer überstanden. Denn jetzt wieder ganz schwache Aktion allerdings von Firmino. Statt abzuspielen, verzettelt er sich da im Zweikampf mit Jermaine Jones. Ah, gegen Jermaine Jones ist natürlich kein Vorbeikommen. Nächste Chance hier für Schalke. Hohe Flanke von der linken Seite durch Luis Hopi. Die köpft Jones in das Hoffenheimer Tor. Er springt dabei aber an den Torhüter hinein und befördert ihn gleich mit ins Gehäuse. Also Torwartangang gepfiffen. Schade. Das wäre es natürlich gewesen jetzt hier. Nächste Möglichkeit für Schalke. Der Pierre riskiert hier ein Strafrad. Glück, dass der Schiri in einer Pluppengrätsche gegen Affelein nicht auf den Punkt zeigt. Ey, das ist echt wieder schade. Leute, Konzentration. Gehen wir hier auf den Weg. Oh, jetzt mit dem Handspiel. Bisschen den Ball mit der Hand vorlegen. Sieht dafür gelb. Das ist natürlich ärgerlich. Note 5 momentan für Neustadt. Das ist natürlich nicht so schön. Hier ist pünktlich Schluss zur Pause 0:0. Also kein besonders gutes Spiel, wie es aussieht zurzeit. Das geht ja ganz fix hier, die erste Halbzeit. Heute ist auf jeden Fall mehr drin, Leute. Gegen diese Hoffenheimer, Neustädter motivieren wir noch etwas. Büttner, eine gute Partie bislang, sehr schön. Auch Ushida wieder mit einer Einzimmer, der ist ja richtig top drauf zurzeit. So, Marika motivieren wir noch. Und Huntela, unsere Stürmer. Gibt's für Holpi eine Massage. Für Uschi gibt es eine Massage. Und auch für Roman Neustädter. So, die erste Halbzeit ging ganz fix. Hoffen wir, dass die zweite jetzt besser wird. Alle aufwärmen, bitte. Und letzter Auftakt hier zur zweiten Halbzeit. Scharfe Affeleier-Reingabe geht Richtung Huntela, der aber von Weiß noch entscheidend gestört wird. Und jetzt kommen die Hoffenheimer. Firmino legt halbwegs den Strafraum zu Musami ab. Der sofort schießt, sie doch knapp verzieht. Hin und her geht's jetzt hier allerdings. Ecke von Affeleier kommt auf den Elfmeterpunkt, aber Wiese stürmt da raus und schiebt alles zur Seite, was da hingehört. Also Wiese hier doch souverän als in Wirklichkeit. Fällt jetzt langsam mal der Regen auf. Und jetzt kommen wieder die Hoffenheimer. Höwedes kann da in der Granos mit dem Kopfball hindern, dass dieser den Ball nicht mehr richtig platzieren kann. Markus Wall muss weiter auf den ersten Treffer seiner Mannschaft warten. Auch wir müssen weiter auf den ersten Treffer unserer Mannschaft warten. Die lassen sich heute recht viel Zeit. Wir wechseln mal aus jetzt. Für Jermaine Jones wird Marco Höger ins Spiel kommen jetzt. Auf die Sechserposition. Jones kein gutes Spiel bislang. Höger rein. Und jetzt die Chance für unsere Schalker. Vor der Strafe Kreikauer. Ja, wir sagen es mal weiter so. Leitet Hopi stark auf Oshida weiter. Heute ausgerechnet Japaner ist rechts durch. Und bleibt an Johnson hängen. Die Ära von der Ecke pflückt Wiese ganz sicher runter. Ja, schade. Nächste Chance Hoffenheim. Salihovic mit dem Freistoß. Schaufelt den grünen Ball in den 5-Meter-Raum. Derdok setzt einen Körper ein. Kann den Ball aber nicht richtig treffen. Verfehlt das Gehäuse. Oh, jetzt haben wir die Hoffenheimer. Und das Tor für die Hoffenheimer. Ehre Derdiok. Da hat's gescheppert. Weiter Schlag von Wiese bekommt die Abwehr von Schalke und nicht weg. Weiß geht dazwischen, legt quer auf völlig freien Derdiok, der sich einschiebt. Jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen wir eindeutig was machen. Fafan kommt rein für Draxler jetzt. Pressing erhöhen wir, auch den Einsatz erhöhen wir. Ah, es ist jetzt richtig ärgerlich geworden. Eieieiei. 1-0 hinten jetzt. Die Schalker kommt schon mit dem Ausgleich. Ja, da ist er! Saubere Antwort, Leute! Von Luis Hopi, dritter Saisontor. Affeleier öffnet aus der eigenen Hälfte mit einem peiten Pass auf Höger. Der zieht von der rechten Seite nach innen und legt für Hopi auf, der 20 Meter mit dem Außenriss hohen Halbbar einschießt. Sehr schön gemacht. Jetzt wieder die Hoffenheimer. So, jetzt kommt der Rückstand. Was ist denn da los, Leute? Kevin Volland. Eigentlich viel zu einfacher Steilpass von Weiß. Der hebelt die Abwehr der Schalker aus. Volland ist frei durch Triff. Eiskalt zum 2-1. Sofort nach dem Ausgleich. Vom Anstoß weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Eieieiei. Mann. So, dann bringen wir mal... Ja, für... Ach man, ja, Obasi wird kommen für Huntela.
Oh Mann. Wir erhöhen nochmal das Pressing. Und nochmal den Einsatz. Hier muss der Sieg her heute, Leute. Das ist... Gegen Hoffenheim dürfen wir uns keinen Ausrutscher erlauben. Da haben wir richtig schön gepennt. Sofort nach dem Ausgleich wieder den Rückstand kassiert. Noch 10 Minuten jetzt. Kommt schon, liebe Schalker. Reißt euch nochmal zusammen. Hopi spielt sehr maschinell und passt zu Obasi, statt selbst zu schießen, den Nigerianer verzieht überhastet. Obasi gegen seinen Ex-Verein heute. Huntela war schon müde. Erstmal schonen. Kommt ein bisschen im Hinterkopf. Jetzt nochmal Hoffenheim. Ehrendelok schießt am Tor vorbei. Wie es aussieht, kommt hier doch bitte noch der Ausgleich. Oh nein! Marika köpft eine Ibrahim-Affelei-Flanke aus gut 10 Metern. 1 Meter am rechten Winkel vorbei. Nochmal voller Angriff jetzt hier in der Nachspielzeit. Ah, verdammt! Wir leisten uns den Ausrutscher gegen Hoffenheim. Ganz ärgerlich, Leute. Richtig ärgerlich. Das war die Chance, an die Champions League-Plätze ranzukommen. Ach, Mann, ey. Das ärgert mich richtig. Bittere Pille. Nach 3 Siegen in Folge zuletzt. 2 dämliche Gegentore. Dämlicher geht's fast gar nicht. Aber auch das müssen wir jetzt abhaken. Barcelona steht vor der Brust in der Champions League. Bin gespannt, was da rauskommt. Obwohl ich jetzt gar keine Lust auf Champions League habe. Ich will mich lieber in der Bundesliga weiter ranarbeiten. Aber natürlich, Champions League ist auch was ganz Wichtiges. Ach, Mann, ey. Mann. 1:2 Pleite in Hoffenheim gegen den Abstiegskonkurrenten. Kandidaten, meine ich. Höger 1,5, sehr gut. Ushida auch mit 1,5. Der wird auch immer besser, aber vorne hat es heute ein bisschen, ja, da hat es ein bisschen heute gescheppert. Jones war nicht so doll. Statistiken. 2700 Schalker waren mit. Bittere Pille. Ach, Mann, ey, ist das ärgerlich. Das kotzt mich gerade wieder richtig an. Da könnt ihr schon wieder irgendwo reinschlagen. Schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Dortmund setzt sich in Stuttgart 2-0 durch. Gladbach gegen Freiburg 4-1. Leverkusen gegen Düsseldorf 4-2. Hannover gegen Augsburg 2-0. Werder Bremen schlägt Mainz. Also, das ist doch mal ein Achtungserfolg von Werder. Der erste Saisonsieg am 10. Spieltag. Nürnberg gegen Wolfsburg 3-2. Der HSV unterliegt Bayern 1-4. Die Bayern bestimmt mit Wut im Bauch. Nach der bitteren Pleite gegen Sandhausen im Pokal zu Hause. Und Eintracht Frankfurt hat auch Wut im Bauch gehabt nach der Pleite gegen uns. 6-1 hauen sie mal einfach mal Fürth weg. Also, die sind auch hopp oder top, die Fürther. Hannover weiterhin an der Tabellenspitze mit 24 Punkten. Unglaublich. Wir schauen auf die Stimmen. Höger, wir haben die fehlende Cleverness vermissen lassen. Richtige, genau die richtigen Worte hat der mutige Marco Höger da gefunden. Statistik, Ushida und Höger sind 11 des Tages. Wir haben eigentlich keine schlechte Partie gemacht, aber wie gesagt, die Cleverness hat gefehlt vor dem Tor. Sensation, Affelei als Neuzugang. Büttner auch eine echte Verstärkung. Guter Griff, Neustädter, Banetta und Schalai. Was haben wir noch? Mitläufer bei uns bisher keiner. Am Flop ist bei uns auch keiner, also wir haben gut eingekauft. Sicherlich die meisten waren schon alle gekauft. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, unser Zweiter hat, glaube ich, gerade schon wieder verloren. So, den, ja, den können wir abgeben. Vertrag unterzeichnen. Und... Eieieiei, was ist das denn? Weswegen denn das jetzt? Hallo? Wir haben einen Rückschlag erlitten, Leute. Alter. Geht's euch noch gut, oder was? Sonderzug spendiert. Für das Spiel in Barcelona. Franco Neuwert zieht 2 Tore in der zweiten. Hat er diesmal wenigstens Sturm gespielt? Ich hoffe doch. Hat dem jetzt mal 3 Tore jetzt erzielt in der zweiten. Gegen die zweite von Düsseldorf mit 3:2 verloren. Schade. Mannschaft der Woche haben wir gesehen. Herr Hartner schreibt einen neuen Vertrag. Sehr schön. Pascal Schmidt wird auch wechseln. A-Junioren vor Topspiel. Schala ist wieder fit. Auch gut. Der auch gut in Form war eigentlich. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Gegen Hoffenheim. Klar, gegen Abstiegskandidaten. Aber warum gleich das... Die Dings, wie heißt das, Vertrauen des Vorstands so weit runtergeht, das bisschen, finde ich ein bisschen gemein jetzt. Vor allem, weil unsere Mannschaft in guter Verfassung war. 4 Pflichtspielsiege in Folge nicht. Gegen Barcelona haben wir zwischendurch verloren. Jetzt geht's nach Barcelona vor allem. Auch da, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es nicht so viele Erfolgschancen. Logisch eigentlich, ne? Aber, ja gut, neues Sponsorenangebot. Schauen wir auf die Sponsorenpyramide. Die Barma macht uns ein Angebot, verhandeln wir mal. 2 Jahre, versuchen wir die Summe zu erhöhen. Ansonsten haben wir da ja noch Angebot, okay. Die Bama will nicht, dann haben wir SWR 3. Die bieten auch schon vom Grundbetrag schon ein bisschen mehr. Ne, dann schreiben wir es jetzt hier. Mehr haben wir nicht mehr zur Verfügung. Es gibt ja Prämie schon so 1,4. Puh. So, danach geht's zu Hause gegen Bremen.
So, wir machen erstmal hier Spielgespräche erstmal mit denen, die wir hier. Na gut, Escudero. Moritz. Da kann man auch nicht wirklich was zu sagen. Neustädter auf jeden Fall gut trainiert. So, Banetta hat auch gut trainiert. Schalai ist Gott sei Dank wieder fit. Von Tom muss er noch ein bisschen cleverer werden. Nach der Sonderschichten, sehr schön. Höger. Super letztes Spiel. Sehr schön. Papadopoulos muss auch wieder ein bisschen mehr in Form kommen. Du hast Talent, mach endlich was draus, Digga. Freut sich, dass sie ein Talent in der Hand haben. Auf der anderen Seite spielt er momentan keinen Grund für Kritik. Was? Kein Grund für Kritik? Na nu. So, Shippy. Was hat er? Legt Wert auf Gespräch? Möchte. Ja, von dir möchte ich gerne höhere Ziele sehen, ne? Du bist ja schon wieder hier. Das ist ja gar nicht doll. Also mit der Verfassung würde ich mir eigentlich schon höhere Ziele stecken. Auf jeden Fall kommt Schalai in den Kader für Obasi, logischerweise. Moritz nicht unbedingt. Papadopoulos ist auch gut in Form. Ich glaube, der kommt rein für Jermaine Jones. Und Neustadt übernimmt die 6er Position, obwohl Jermaine Jones mit der 75 doch ein bisschen besser war da noch. Wo ist er jetzt? Da ist er. Aber Höger hat eine Form von 11. Das ist die Frage, oder? Spielen wir wieder mit einer Spitze? Verfahren kommt natürlich wieder rein für Julian Draxler. Und so. Das ist die Frage. Lassen wir es bei der Raute in Barcelona? Und wie kriegt Papadopoulos heute die Chance, sich zu beweisen? Ja, doch, ich glaube, ich gehe lieber auf die eine Spitze wieder raus. Marekka bleibt draußen, Neustädter und Jones. Das System, da haben wir es so. Also, ich bin für das System heute. Bin mal gespannt, was es wird gegen Barcelona. Spielmacher, Kanzler, Hopi, Sturmtank, Huntelaar. Da müssen wir das hier wieder alles einstellen extra. Einsatz ist bei 70% heute. Pressing nicht zu offensiv. Nein, ab der Mittellinie werden wir angreifen bei Barcelona. So, die Abstöße lang immer, ganz klar. So. Ich glaube, die individuellen Angaben müssen wir nochmal ändern hier, weil das ändert sich auch immer wieder. Hier, Höwe, das habe ich nämlich letztens ein, zwei gegeben. Ball halten auch, nicht nur nach vorne gehen. Genauso wie Hopi. Warum soll Hopi steil gehen? Distanzschüsse eher. Verfahren kann ruhig steil gehen, Affelei auch. Er soll den Ball halten, ganz klar. Wahrscheinlich nach vorne, auch Jones soll den Ball halten. So. Und okay. Und dann geht's gegen Barcelona. Achso, Sonderbewachung, glaube ich, müssen wir wieder einstellen. Vergleich. Ah, auf Messi liegt die Sonderbewachung. Sehr schön. Oh, können wir die auch wieder so rausnehmen? Ja, nee, auf Messi liegt die Sonderbewachung. Genau. Auf den muss man einfach aufpassen. Auf Lionel Messi. Ansonsten. Naja, gut, wir sind noch nicht ganz. Ist noch nicht ganz so weit das Spiel, aber ich habe die Aufstellung schon mal gemacht. Erholung. Total auf jeden Fall diese Woche. Unsere Bion gewinnt 4-0 in Aue. Auch schön. SD kommt zu spät. Schön für ihn. So, Jungspieler entdeckt. Stärke 58 mit 16 Jahren. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Ja. Ja, den nehmen wir auf. Klar. So, und dann geht's gleich gegen Barcelona. Oh, oh, oh. ...99.000 Zuschauer erwartet. Kommen wir da wieder Gutmachung machen? Oder wieder betreiben? Topspiel Galatasaray gegen Real Madrid und Bayern gegen Lille. Aber das Topspiel des Tages ist Schalke gegen Barca. Also, wir dürfen gespannt sein. Wenn wir mit einem Punkt da rausgehen, können wir sehr zufrieden sein. Warum die wieder hier so froh sind? Ein bisschen schade eigentlich. Na okay. Wird sich zeigen. So Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum Spiel gegen Barca. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.